Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Epronus ist wieder am Start und zwar in dem nächsten kleinen Review-Video und zwar zum Sako A9S. Der Staubsaugerroboter begleitete mich jetzt die letzten Wochen hier auf meiner Reise durch den Haushalt, beziehungsweise ist er eigentlich mehr gereist als ich und somit hat er also alles richtig gemacht. Wie man jetzt schon sieht, auf den ersten Blick, ich habe ihn jetzt auch nicht erstmal noch großartig sauber gemacht, daran sieht man, das Ding hat schon ordentlich was geleistet und der lief auch, ja, ich würde mal so sagen, also fast jeden Tag, mindestens alle 2 bis 3 Tage. Dementsprechend musste ich den schon ein paar Mal säubern. Der A9S ist ja dafür bekannt, dass er mit Panoview sozusagen mit der oberen Kamera hier ein Raummuster erstellt und dementsprechend den Raum spezifisch bis in die letzte Ecke reinigt. Das kann ich auch so bestätigen. Allerdings hat er natürlich auch wie jeder Staubsaugerroboter aufgrund der runden Form natürlich Probleme in der Eckensäuberung. Das gleich mal am Anfang, aber das denke ich mal sollte jedem klar sein, der vielleicht schon mal darüber nachgedacht hat, ob ich jetzt hier mit dieser runden Form Ecken überhaupt säubern kann. Da helfen auch die Bürsten nicht. Man sieht auch schon, nach ein paar Tagen bzw. Wochen sind die Bürsten dann auch schon nicht verschlissen, aber sie sind schon gut gebraucht und sie müssen dann natürlich irgendwann auch mal gesäubert werden. Das habe ich schon das ein oder andere Mal zwischendurch gemacht. Heißt, wer lange Haare hat in der Familie, ist natürlich ganz prädestiniert, damit der Roboter da immer wieder alles einsaugt. Dasselbe Spiel finden wir jetzt hier unten auch zum Beispiel an der Borstenrolle. Wenn ich die jetzt hier mal raushole, die musste ich schon bestimmt, ich würde mal sagen, mindestens 2-mal die Woche immer tauschen. Das heißt, so rausholen und dann dementsprechend mit dem mitgelieferten Gerät, das ist ziemlich praktisch, hier dann enthaaren. Das ist echt gut. Das heißt, da muss man sich auch nicht vor ekeln. Das ist nun mal so, denn es ist mal nicht anders möglich, ein Haus sauber zu bekommen, weil der Schmutz muss ja schließlich irgendwo hin. Ja, ansonsten, wie gesagt, was hat er denn hier gerade eingesaugt? Irgendwas noch vom Fußboden, das ist ja auch egal. Auf jeden Fall sollte man den dann öfters nochmal reinigen jetzt hier mit einem feuchten Tuch. Dementsprechend habe ich das dann auch gemacht. Besonders, wenn man die Wischfunktion nochmal nutzt, ist es ja immer so, dass hinten der Wischaufsatz logischerweise nass wird. Der übrigens ist jetzt so konzipiert, dass er 2 Düsen hat hier an der Seite, da und da, oder sind es 4? Ich glaube, es sind sogar 4 da und hier drüben nochmal 2. Das Problem an sich dabei ist, wenn man das Gerät jetzt benutzt und einfach nur Wasser einfüllt, dann kommt es zu einer Streifenbildung beim Wischen. Das werdet ihr jetzt hier im Video wahrscheinlich sehen. Ich blende es euch nochmal ein. Ich habe es jetzt einfach so gemacht, wenn ich denn da mal zu Hause war und das Ding programmiert habe, habe ich mir mal den Spaß gemacht und habe einfach mal die unterste Form jetzt hier komplett voller Wasser gemacht, um dann zu sehen, ob die Düsen es denn schaffen, überhaupt hier in die Ecken zu kommen, weil es ist ja logisch, dass wenn hier das Wasser austritt, es nicht bis hier vorne vordringen kann. Das funktioniert also nicht. Ansonsten geht die Streifenbildung ab hier nämlich immer los und es dauert ein paar Bahnen, bis überhaupt das Wasser ankommt. Ich habe bei mir das immer so gestellt beim Laminat, dass man dementsprechend einfach nur Folgendes macht und zwar die Wassernutzung auf stark. Das trocknet dann auch relativ fix wieder, je nachdem wie die Luftfeuchte bei euch in der Stube ist. Ansonsten, der Tank hält wirklich lange. Ich muss mal sagen, jetzt hier, ich habe das in einem Wohnbereich benutzt, auf einer Etage von, naja, ich glaube, das sind ungefähr 234 Quadratmeter, vielleicht auch ein bisschen mehr, ich kann mich jetzt täuschen. Dementsprechend hat dann natürlich das Wischen gut funktioniert. Er ist wirklich bei mir in verschiedene Räumlichkeiten reingefahren. Das habt ihr dann jetzt nochmal wahrscheinlich eingeblendet gesehen, wie ich da einen Screenshot von gemacht habe, wo das Gerät in welchen Raum gemacht ist. Also wirklich eine prima Sache. Da kann man soweit nicht meckern. Oh, hier war der Deckel anscheinend nicht richtig drauf, deswegen tropfte das etwas raus. Hier oben füllt man ja das Wasser normalerweise ganz einfach ein. Ich nehme auch immer nur normales Wasser, nicht mit irgendwelchem Spülmittel oder sonst was. Bin mir nicht sicher, wie das auf die Düsen reagiert. Vom Hersteller empfohlen, ganz normales Wasser. Ja, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, macht das kleine Gerät auf jeden Fall eine ordentliche Arbeit. Wenn ich mir jetzt hier den Staubbehälter mal so angucke auf der Rückseite, wir haben ja den Ventilator, hätte ich fast gesagt, hier unten eingearbeitet. Das heißt, hier auf der unteren Seite, da sieht man dann auch den Saugschlitz. Das heißt, der erzeugt ein Vakuum, saugt sozusagen hier oben alles ein. Und hier oben geht dann sozusagen die Luft gefiltert durch diesen Filter in den Ventilator rein und er pustet sie dann hier an der Seite wieder raus. Dementsprechend funktioniert so der Saugroboter. Bei meinem anderen Saugroboter war es so, am Anfang, da hatte ich hinten einen Ventilator. Der hat das weggezogen. Man merkt aber auch, dass hier die Saugkraft schon wesentlich verstärkt ist. Das ist schon mal eine praktische Sache. Wo wir jetzt hier gerade schon bei der Bürste übrigens dabei waren, haben wir natürlich nicht nur diese Borstenbürste, sondern natürlich auch noch
diese schöne Bürste. Und wenn man viele Haare mit dabei hat, kommt dann auf Hartböden zum Beispiel. Für Teppichboden nimmt man dann halt das, dann sieht das lustigerweise nach 1-2 Benutzungen wirklich witzig so aus. Ansonsten sieht man hier, sollte man den wirklich öfters reinigen, ansonsten kommt der ganze Brassel dann wirklich jetzt hier nochmal raus. Macht aber nichts, wie gesagt, das ist ja alles der eigene Staub und dementsprechend macht der Roboter auch seine Aufgabe sehr gut. Eingeschaltet wird er halt an der Seite, wie ich das ja schon beim Anfang immer sagte. Dann fährt das System an der Stelle erstmal hoch, dauert so circa 60 Sekunden. Dann sagt er, er kann gestartet werden. Das Ganze erfolgt auf Englisch. Wir haben eine Ladestation dabei. Da fährt er ganz genau. Eine Ladestation. Da fährt er selbstständig immer hinein. Ich kann das Ganze natürlich auch umändern, indem ich jetzt hier das Ding manuell auflade, indem ich jetzt einfach diesen Stecker hier an die Seite reindrücke. Ich habe es bisher nie gemacht, weil blödsinnig, weiß ich nicht. Also dann macht man das Ganze lieber hier so rein, drücke ich rein und diese Station, jetzt ist es soweit. Die Station sagt mir dann ganz genau, wenn der Roboter hier losfährt, dann fährt er da natürlich auch nach, je nachdem wie lange er für die Räumlichkeiten braucht, nach 20 oder 30 Minuten zurück und lädt sich auf. Logischerweise ist es auch so, dass der Wischmodus nicht so viel Energie verbraucht wie der ganz normale Saugmodus. Da wir hier zwei Saugmodi haben, das heißt der normale Saugmodus ist einmal der, der immer standardisiert drin ist. Dann gibt es noch den Turbo-Saugmodus laut App. Da hört man das Ganze schon etwas mehr. Das Ganze dreht dann auch wirklich richtig auf. Er saugt dann auch aus dem Teppich richtig die Fliesen raus. Dementsprechend muss man sich also keine Sorgen machen, dass der auch nicht für den Teppich geeignet ist. Das ist er. Er kann sogar kleine Türschwellen überfahren bzw. auch Kanten. Das ist für ihn auch kein Problem. Aufgrund des gefederten Wegs der kleinen Rollen, wie man jetzt hier unschwer erkennen kann, schafft er das also wirklich ohne Probleme. Die kleine Rolle, die sich hier um 360 Grad mitdrehen kann, ist also auch voll und ganz dabei. Das heißt, die ist bei mir auch noch nie einmal stehen geblieben. Die beiden haben wirklich sehr große, eine große Antriebskraft. Da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Und ich habe auch noch nicht viele Flusen hier zwischen gehabt. Das ist schon mal sehr praktisch, wenn man sich jetzt denkt, hier man könnte Probleme kriegen beim Antrieb. Den hatte ich bisher noch nicht. Der Runterfallschutz, der jetzt hier an der Seite überall verbaut sind, das sind diese kleinen Sensoren. Die haben wir hier an der vordersten Front da, an der rechten Seite sowie an der linken Seite. Hinten braucht er das nicht, weil er ja so intelligent ist und seinen Raum mit Hilfe der Kamera auf der Oberseite hilft. Also mit Panoview sozusagen abscannt, denn er merkt sich irgendwo, wo geht es zu einer Tür hinein, dann fährt er erst den einen Raum ab und fährt dann wieder zurück und scannt dann hinterher den anderen Raum nochmal ab und macht den dann auch noch fertig. Also finde ich wirklich sehr interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man das so gelöst gekriegt hat. Wer sich hier Sorgen macht, dass das hier eine Spionagekamera ist, laut dem, was ich jetzt herausgefunden habe über den Hersteller, wird das Ganze nur im System verarbeitet und hinterher sofort wieder gelöscht. Das heißt, hier werden keine Echtzeit Bilder aufgenommen. Ich habe auch erst gedacht, man kann gucken, wo der sich in der Wohnung befindet. Nein, das funktioniert so nicht. Die App ermöglicht es aber, durch die Abtastung des Raumes genau zu zeigen, wo das Gerät sich gerade befindet. Finde ich eine ziemlich coole Sache. Ja, ansonsten haben wir ja, wie gesagt, im Heckteil nochmal einen ganz normalen HEPA-Filter. Der befindet sich jetzt hier drunter. Logischerweise muss man den auch des Öfteren mal ausklopfen. Wie man sieht, geht das Ganze dann gut auf die Substanz. Also er ist schon, hat schon gut gesaugt, wie man jetzt hier sieht. Das heißt, er muss dann mal wieder gecleant werden. Logischerweise solltet ihr euch den richtig einsetzen, weil sonst staubt er euch natürlich nicht nur den Roboter voll, sondern auch den Rest der Wohnung. Wenn das Ganze hier auf dem sauberen Teil hier reinkommt, staubt es einmal und das hat natürlich nicht viel gebracht. Man sieht, so ein Saugroboter, ich habe jetzt schon gerade mal wieder leer gemacht, ist eine richtig staubige Angelegenheit, kann aber eine Menge rausholen. Ach, hier war das Stück, ein Stück Klebeband hat er davon drin gehabt. Der saugt wirklich alles auf. Es dürfen natürlich keine Kleinteile unten liegen. Das ist, denke ich mal, ganz wichtig nochmal zu erwähnen. Sobald jetzt hier irgendwelche Teile sind, ich sag mal, irgendwelche Nüsse, die runtergefallen sind, die saugt er wahrscheinlich noch relativ schnell auf. Ich hatte es aber schon ein paar Mal gehabt, dass er mir tatsächlich einen Bürstenfehler angezeigt hat. Dann hat er sich bei mir einfach in irgendeinem Kabel verfangen, was halt irgendwo nicht richtig befestigt war, beziehungsweise aus der Schrankwand draußen oder unter der Couch lose lag. Da musste ich natürlich erstmal am Anfang nochmal umdisponieren, dementsprechend alles nochmal ordentlich befestigen und mit Klebeband oder mit Klebepads sozusagen an der Wand befestigen, damit hier diese Rollen das nicht abreißen können. Bei LED-Strips unter der Couch oder an der Schrankwand ist das zum Beispiel die erste Wahl. Sonst reißt er da so lange dran rum, bis sich das Ding hier ringsrum verheddert hat und dann habt ihr ein Problem. Und dann sagt er über die App, auch wenn ihr nicht zu Hause seid, er hat einen Bürstenfehler, die blinkt dann rot und der bleibt dann so lange an Ort und Stelle stehen, bis halt irgendwer kommt und ihn daraus befreit, was ja logisch ist.
dasselbe Spiel hier an der unteren Seite, wenn wir jetzt hier zum Beispiel dieses kleine Gerät einsetzen. So, dann sehen wir haben jetzt ein bisschen Platz. Ich hatte es tatsächlich bei mir so, dass hier der ein oder andere mal mit ein paar Haselnüssen rumgespielt hat. Die lagen unter der Couch und ich habe bestimmt 2, 3 Tage gebraucht, um mitzukriegen, wie oft unter der Couch irgendwas lag. Oder wenn das Spielzeug drunter liegt, dann kommt das hier rein. Es verhakt sich hier drinnen logischerweise, weil ja hier dieser Schutz noch drauf sitzt. Und dann ist natürlich auch Bürstenfehler. Das heißt, es muss erstmal überhaupt die Umgebung geschaffen sein, dass der Saugroboter jetzt hier auch wirklich tadellos fahren kann und nicht alle 5 Minuten anhalten muss. Dann kann es nämlich sein, dass ihr den starten lasst. Ich habe bei mir zum Beispiel das Ganze so programmiert, mal eine ganze Zeit lang. Laut Fernbedienung sollte der dann immer um 9.45 Uhr loslegen. Und jetzt hatten wir es 9.03 Uhr. 9.45 Uhr hat er losgelegt. Ich sag mal so, um 10 Uhr kriege ich eine App-Benachrichtigung Bürstenfehler, wo ich gedacht habe, was will er denn jetzt schon wieder? Und dann kam ich später nach Hause und der stand immer noch, Wohnung nicht gesaugt, nichts passiert, logisch, weil nichts ging. Ja, also ob das jetzt ums Saugen geht oder ums Wischen geht, da macht er seine Aufgabe wirklich zufriedenstellend. Und da muss ich mal sagen, ich hatte ja auch den Vorwerk Kobold, da muss ich mich jetzt so weit aus dem Fenster lehnen, kann ich tatsächlich keinen großen Unterschied feststellen. Wobei der hier um die 400 Euro kostet, ja, und der Kobold ja, sagen wir, 900 bis 1000 Euro oder auch ab 800, je nachdem. Da lehne ich mich jetzt einfach so weit aus dem Fenster und würde sagen, weil der Kobold bei mir einfach nicht so gut abgeschnitten hat, der kann hier gleichzeitig noch wischen und der andere konnte einfach nur staubsaugen. Na gut, kann man halt entscheiden. Ansonsten muss ich sehen, habe ich jetzt hier noch eine kleine Möglichkeit, hier die kleinen Schnipsel, die hier so drinne sind, ja, aufzusammeln. Auch wenn er gerade nicht saugt, drehen sich ja die Borsten trotzdem im Moment auch im Wischmodus. Dementsprechend geht jetzt hier natürlich überall noch was rein. Darum ist hier so ein minimaler Behälter, der ist bei mir auch ab und zu voll geworden. Ich habe es jetzt bloß mal drinne gelassen, um das zu zeigen. Der ist natürlich, wenn jetzt, wie gesagt, das Ding nur wischt, ich sag mal 5 Tage ein Stück wischt, voll. Das bringt dann nichts, das heißt, da muss man den säubern, auch wenn der Ventilator von dem Saugroboter nicht läuft. Ja, ansonsten habe ich ja bisher keine Probleme gehabt. Die Rüttelplatte, wie gesagt, funktioniert wirklich gut, da kann man echt nicht meckern. Dieser kleine Motor, der hier oben drin verbaut ist, wo ist er, auf welcher Seite, der macht wirklich eine zufriedenstellende Arbeit. Sieht auch ganz interessant aus, das heißt, groben Schmutz kann er natürlich auch dementsprechend lockern und das funktioniert auch soweit ganz gut. Man sollte natürlich nicht mit Straßenschuhen durch die Wohnung laufen, dann hat er natürlich auch seine Probleme irgendwann, beziehungsweise ist der Wassertank ja dann auch irgendwann nochmal leer. Ansonsten haben wir hier noch die Invisible Wall, so nennt sich das ganze Gerät. Da kommen 2 AA-Batterien an der Stelle rein. Dann wird hier per Laser der Raum bis zu 6,5 Meter natürlich abgesperrt. Das heißt, muss ich auf On stellen und dann fährt der Roboter da nicht durch. Genauso wie ist es mit der Station hier. Das habe ich auch beobachtet. Normalerweise sollte man ja so 30 bis 50 cm rechts und links Platz lassen. Habe ich nicht gemacht, weil wenn der Roboter da startet, fährt er auch wirklich da wieder hin zurück und säubert die Umgebung auch ganz gut. Allerdings ist es dann so, da die Station in alle Richtungen ein bisschen abstrahlt, wagt der Roboter sich im Saugmodus gar nicht erst bis davor ran, weil er, ich glaube, 30, 40 cm vorher das Signal bekommt. Hier geht es nicht weiter. Das muss so eine Art auch Invisible Wall drin sein. Solange das Gerät an der Stelle saugt, passiert da erstmal nichts. Kommt er dann im Lademodus wieder rein, ist ja der Ventilator aus und der saugt kaum noch. Da kann es mal sein, dass es vor der Ladestation dann immer etwas dreckiger ist, weil der stationär da parken muss. Das ist mir jetzt auch schon über die letzten Wochen aufgefallen. Hatte nämlich überlegt, ob ich die Station einfach unter die Couch packe. Das funktioniert nämlich auch und dass er dann einfach jedes Mal wieder ranfahren kann, so stört er nicht und er steht natürlich auch gleichzeitig nicht im Weg herum. Funktioniert aber tadellos, dass er das Gerät findet. Zur Sauberkeit muss ich ganz ehrlich sagen, klar, die Treppe kann er natürlich nicht saugen, da muss der altbewährte Staubsauger trotzdem noch ran. Ich muss aber für meine Zwecke sagen, gefällt es mir soweit sehr gut. Ihr habt es ja jetzt auch im Video ein paar Mal gesehen. Das Gerät fährt wirklich vorbildlich hin und her, saugt einfach, was es kann. Im Endeffekt macht er wirklich alles richtig, finde ich. Bei dem Preis, wie gesagt, muss man sich halt immer einig sein. Will ich halt nur einen Saugroboter oder will ich einen Saug- und Wischroboter? Hier ist das Ganze sehr interessant gelöst, da wir das halt immer wechseln müssen. Es geht halt nie beides gleichzeitig, aber das sollte vorher jedem klar sein. Noch des Weiteren gibt es dafür Ersatzteile. Wir kriegen mitgeliefert nochmal 2 Ersatzbürsten für rechts und links. Oder, wie gesagt, den Ersatz-HEPA-Filter, den habe ich jetzt hier an der Stelle nochmal. Man kann das Ganze aber noch nachbestellen. Das heißt, wir haben dann zum Nachbestellen einmal hier die
Außenbürsten, wir haben dann die Gummirolle, wir haben dann die Borstenrolle und wir haben sogar hier ein Zweierpack mit HEPA-Filtern. Also das gibt es gleichzeitig noch mit extra zu bestellen. Das hatte ich bei meinem vorigen Staubsaugerroboter. Da gab es einen HEPA-Filter dazu und zwei Borsten und Ersatzteile gab es da nicht mehr. Und das ist jetzt 3, 4 Jahre her, glaube ich. So lange hatte ich den. Aber das ist auch nicht zu vergleichen, wie ich jetzt mal hier einblenden werde, dass wir einmal die Fahrfrequenz haben von einem Kameragesteuerten, der wirklich abmisst, wo er langfahren muss und von dem Chaos-Prinzip. Da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich früher doch lieber den Staubsauger selbst in die Hand genommen und musste dann dementsprechend durchsaugen, weil, wie gesagt, das Chaos-Prinzip nie alles sauber gekriegt hat. Wer schafft das definitiv? Da kann man auch wirklich nur sagen, da haben sie richtig alles gemacht, also alles richtig gemacht. Denn wie gesagt, die Kameraüberwachung vom Raum ist wirklich da. Die App-Steuerung gefällt mir auch sehr gut. Viele schrieben ja, dass die App-Steuerung eine Katastrophe ist. Ich muss sagen, ich habe es mit dem S10 Plus und mit dem S20 Plus benutzt, sowie mit dem Asus Zenfone 3 Deluxe. Hatte einmal einen Totalausfall. Da habe ich den Staubsauger gestartet per App und hatte keine WLAN-Anbindung mehr. Das heißt, der Staubsauger fuhr eigentlich noch in der Wohnung rum. Ich habe es ja auch gesehen. Aber ich konnte eine halbe Stunde oder eine Stunde nicht auf ihn zugreifen. Er hat dann selbstständig die Ladestation aufgesucht, hat sich aufgeladen und irgendwann scheint sich das WLAN resettet zu haben, denke ich. Dann konnte ich wieder per App drauf zugreifen und die ganzen Daten in der App, das heißt, der Reinigungsverlauf, waren weg. Der speichert generell, glaube ich, nur den Reinigungsverlauf von ungefähr 4 oder 5 Tagen. Dann war es das an der Stelle. Ja, und das war es auch von mir. Von dem Sako A9S bin ich auf jeden Fall ziemlich begeistert. Das Gerät kann wirklich gut was leisten. Da kann man an der Stelle gar nicht meckern. Und ich kann ihn bedenkenlos hier so weiterempfehlen. Ihr habt ja nun ein paar Videoausschnitte gesehen. Der reinigt sowohl Teppich als auch Laminat oder Fliesen zuverlässig, sowie im Saugmodus, als auch natürlich jetzt hier im Wischmodus. Aber wie gesagt, die Ecken bleiben natürlich dreckig, ob das an der Heizung ist oder wie gesagt die Ecke vom Raum. Das ist aber bei jedem Saugroboter gleich. Da kann nur noch eins helfen, entweder der Handstaubsauger oder der altbewährte Staubsauger, den man halt so durch die Wohnung schiebt, oben die Tülle abnimmt und dann in die Ecken reinsaugt. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Bis zum nächsten Video und natürlich auf Wiederschauen.